Eine Frage an den Herrn Dr. Matthies. Ich war jetzt schon öfters auf Vorträgen und Informationsveranstaltungen zu dem 5G-Ausbau. Und da wurde immer darüber gesprochen, dass halt diese 5G-Frequenzen auch eine starke Belastung für Mensch, Tier und Pflanze haben. Und da hätte ich mal Ihre Meinung gerne zugehört. Da fragen Sie jetzt den Falschen. Also das ist wirklich ein Gebiet, wo ich Ihnen jetzt nicht sagen kann, welche Folgen das hat. Da gibt es sicher Experten, die sich mit dieser Frage befassen. Vielleicht wissen Sie da mehr. Aber das ist ein Themenfeld, mit dem wir uns jetzt nicht beschäftigen. Wir sind ja vor allem für die Klimawandelanpassung zuständig und nicht für Klimaschutz, Energiewende. Natürlich gibt es da Überschneidungen. Also da kann ich gern mal im Ministerium nachhören. Da gibt es auch Leute, die sich damit befassen. Oder vielleicht kann sonst jemand dazu was sagen. Es wurde halt immer stark angesprochen, dass gerade auch dieser flächendeckende Ausbau, wo in alle 150, 200 Metern diese Sendeanlagen oder auch die Sender gesetzt werden, dass das für die Menschen und für die Tiere, aber speziell auch für Bäume, Pflanzen, eine massive Belastung darstellt. Und da jetzt Klimawandel und Wald ein Thema ist, hätte ich jetzt erwartet, dass auch in diesem Bereich eine gewisse Forschung oder eine gewisse Know-how entsteht, weil es ja eine Zukunftsbelastung sein soll. Wenn ich so Fernseh und Telekom sehe, habe ich ein bisschen Angst. Also ich denke, mit dieser Frage muss man sich von Forschungsseite sicher beschäftigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Gruppen gibt, die sich damit schon befassen. Aber belastbare Erkenntnisse, würde ich einschätzen, gibt es da bisher nicht. Man muss ja das auch über einen längeren Zeitraum dann verfolgen. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Hettger, das vorab. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, eine Frage zu stellen, geht in Richtung Wasserverbrauch. Ich frage das so auch als kommunaler Mandatsträger hier einer Gemeinde im unteren Westerwald. Ich habe das so in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr erlebt, dass bei uns, mehrere Swimmingpools in Gartenanlagen gebaut wurden. Ja? Und mich interessiert mal vielleicht auch dann an Frau Kreis und Herrn Dörner so die Frage, wie sehen Sie das als Bereitsteller des Wassers in Trinkwasserqualität? Gibt es da irgendwo eine Grenze, die sich aufzeigt, wo das Privatinteresse hinter öffentlichem Interesse zurückstehen muss, so diese Thematik? Das würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen. Also, zunächst mal, dieses Thema Swimmingpools hat uns in diesem Jahr auch getroffen, zumindest vermuten wir das. Es ist ja immer schwierig, wir nehmen zwar wahr, dass es einen erhöhten Wasserverbrauch gibt und den haben wir insbesondere an den heißen Tagen wahrgenommen. Das war in den vergangenen Jahren auch schon so, dass immer der Wasserverbrauch an den besonders heißen Tagen extrem angestiegen ist, aber in diesem Jahr war es signifikant sehr, sehr hoch. Also wir hatten einen deutlich erhöhten Verbrauch. Jetzt ist es so, dass man als Wasserversorger natürlich für viele Eventualitäten gerüstet ist, aber konkret an unserem Beispiel, wir haben tatsächlich an einem Tag, wir haben das immer genannt, auf der letzten Rille gefahren. Also wir hatten einen nahezu leeren Hochbehälter und haben dann die Reißleine gezogen und haben per Facebook gesagt, Leute, bitte hört jetzt auf mit diesem starken Wasserverbrauch. Denn es war ja nicht nur so in dem heißen Sommer, dass wenig Wasser produziert wurde, sondern es wurde auch unglaublich viel Wasser an diesen heißen Tagen verbraucht. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also dieser Appell hat tatsächlich Wirkung gezeigt, sodass also an dem Tag der Super-GAU sozusagen noch verhindert werden konnte. Das ist eine Situation, die war bis jetzt einmalig. Wir werden uns natürlich Gedanken darüber machen müssen, wie wir das Wasser zur Verfügung stellen. Wir haben Stand jetzt allerdings, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, nahezu keine Möglichkeit, Wasserverbräuche bei Privatentnehmern sozusagen zu limitieren. Also dass wir jetzt sagen, ihr dürft an einem bestimmten Tag nur so und so viel Wasser abnehmen. Das können wir nicht machen. Was wir können ist, wenn wir merken, die Wasserknappheit setzt sich fort bzw. tritt ein, dann können wir Entnahmeverbote aussprechen. Das ist so und das ist auch in diesem Jahr nicht bei uns, aber bei anderen Verbandsgemeinden gemacht worden.
Wir hätten es wahrscheinlich auch gemacht, wenn dieser eine Tag, von dem ich gerade gesprochen hätte, nicht zufälligerweise ein Samstag oder ein Sonntag war. Also war keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu kommunizieren. Aber das ist in der Tat eine Möglichkeit, die man als Verbandsgemeinde hat, zu sagen, es gilt jetzt ein Entnahmeverbot, ihr dürft das Wasser noch für Mensch und Tier benutzen, aber bitte für Ziergärten, für Rasenflächen und für Swimmingpoolbefüllung nicht mehr. Das ist möglich. Und zu diesem Mittel wollen wir nie greifen müssen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal eintritt, ist durchaus da. Da frage ich mich, warum nicht? Das Wasserthema, hat der junge Mann gerade gesagt, wird unser nächstes großes Thema sein. Ja. Und ich erinnere mich, in den 70er Jahren wurde einfach Rasensprengen, Autowaschen, Swimmingpool-Reef wieder zu befüllen, wurde einfach verboten. Und ich finde das auch akzeptabel. Ich verstehe mal nicht diese Angst vor einer Reaktion, dass unsere Demokratie in Gefahr ist, wenn ganz andere Sachen viel größere Gefahren nach sich bringen. Die ist ja schon in Gefahr, wenn man eine Maske trägt. Ja. Also. Das ist vielleicht die Frage. Und weil ich gerade dran bin, Frau Runkel, vielen Dank für diese Veranstaltung. Das ist wichtig, dass diese Themen nicht nur im Fachgremien, sondern in die Bevölkerung getragen werden. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Initiative. Aber um die Frage zu beantworten, wir haben keine Angst davor, Entnahmeverbote auszusprechen. Das sicherlich nicht. Wir wollen es nur nicht machen müssen. Also wir haben natürlich in erster Linie den Wunsch, die Bevölkerung mit dem Wasser zu versorgen, was sie auch braucht. Wohlgemerkt braucht. Ne? Aber wenn diese Phase irgendwann eintritt oder die Situation eintritt, dann wird das die Konsequenz daraus sein. Wir wollen uns allerdings im Vorfeld bemühen, dass wir die Wasserversorgung, ich habe ja eben gesagt, die hat ja verschiedene Facetten, der Verbrauch ist ja nur eine, also die mangelhafte Neuproduktion von Wasser ist ja die andere. Und an diesem Thema, an der Wasserbeschaffung, sind wir im Moment sehr intensiv am Arbeiten, in Verbindung mit anderen Nachbarkommunen. Und da haben wir auch die Möglichkeit, oder sehen wir auch, dass da noch Möglichkeiten bestehen, die einfach vor dem Hintergrund dieser Verknappung, unser Wassermeister hat gesagt, er hätte sich nie vorstellen können, als er vor 5 Jahren bei uns angefangen hat, dass er mal an den Punkt kommt, dass wir diese Probleme haben in Harrenburg. Aber wie gesagt, da sehen wir noch Möglichkeiten, die Situation einfach zu verbessern durch Zusammenschlüsse, Leitungen und so weiter. Und das wollen wir natürlich erst machen und dann die Entnahmeverbote, wenn es sein muss. Ja, ich bin Janette Aller und ich habe eine Frage an den Herrn Mattes. Wäre es eventuell auch erstrebenswert, die Rahmenbedingungen für das Bauen in der Zukunft einfach über kommunale Ebene zu verändern? Einmal habe ich das eben, dieses Blau, Grün, Beige bauen und dann auch diese Flächenversiegelung in unseren Neubaugebieten, die stattfinden, aber auch Flächenversiegelungen, die im Nachhinein geschehen, wenn die Häuser schon gebaut sind. Man hat ja irgendwo Auflagen oder Genehmigungen sind normalerweise erteilt worden für eine gewisse Versiegelung. Aber nachher, wenn dann zusätzliche Stellplätze, andere Pflastersteinobjekte für zusätzliche Fahrzeuge und so weiter, die eigentlich in der ersten Genehmigung nicht erlaubt sind, die von keiner Kommune mehr irgendwo kontrolliert werden und bei Starkregen auch erhebliche Schwierigkeiten geben. Ob das vielleicht nicht in Rahmenbedingungen im Bauen generell in der Zukunft irgendwo berücksichtigt werden können und dann einen positiven Einfluss auf Natur, Umwelt und Klima hat. Also das sind sicher Möglichkeiten. Sie haben es selbst schon angedeutet, im Rahmen der Bauleitplanung haben Sie die Möglichkeiten. Im Nachhinein wird es immer schwierig. Dennoch ist es möglich, auf kommunaler Ebene zum Beispiel Leitstrategien zu verfassen, Rahmenbedingungen anders zu setzen. Schwierig wird es dann immer. Das muss natürlich auch alles rechtssicher sein. Ja. Das heißt, Sie brauchen dann entsprechende Gutachten, Stellungnahmen, die in Ihre Leitstrategie einfließen.
Wenn das aber dann politisch unterstützt wird, dann haben Sie, denke ich, schon die Möglichkeit, über solche Rahmenbedingungen da etwas zu bewegen. Und genau das passiert auch jetzt in diesen Kommunen, die gecoacht werden, wo man versucht, Leitstrategien zu entwickeln, Positionspapiere, die dann auch von der Politik mitgetragen werden, um da eine Handhabe zu haben. Ich denke, da wird sich einiges bewegen. Das Beste wäre natürlich, die gesetzlichen Vorschriften dann auch anzupassen entsprechend. Da ist vielleicht noch im Einzelfall ein weiter Weg, aber man merkt ja jetzt, der Druck wird immer größer. Man muss auch irgendwo handeln. Also was ich heute Abend gehört habe von Herrn Mattes, das darf ich meinen sieben Enkeln nicht vortragen. Das ist so dramatisch, da müssen wir also wirklich uns Gedanken machen. Meine Frage an die Frau Runkel, gibt es noch in der Folgeveranstaltung Möglichkeiten, wo wir darüber diskutieren, was kann man machen mit Einsparungen, was kann man machen mit erneuerbaren Energien, wie kann man die regenerativen Energien fördern? Kommen diese Dinge noch zur Sprache oder... Wir haben das vor. Da sind wir nämlich zu verpflichtet, uns darüber Gedanken zu machen. Wir haben das vor, also so konkret, wie Sie es jetzt nennen, in diesem Bereich nicht, aber das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Ja? Sollen Folgeveranstaltungen kommen, auch zum Thema Wald, zum Thema Wasser, habe ich ja eben schon gesagt. Und zu diesen konkreten Maßnahmen, ne, was Herr Dr. Mattes eben auch schon mal kurz aufgezeigt hat an Handlungsfeldern, das zu konkretisieren hier auf lokaler Ebene, das ist Ihr Ansinnen. Ne? Ja. Können wir machen, wenn wir die Mitspieler dazu haben. Das ist ja ein außerforstliches Thema. Gerne. Vielleicht bringen Sie Ihre Enkel mit. Besser nicht. Ich möchte nochmal den Holzbau aufnehmen. Mhm. Professor Schellenhuber sagt ja, dass wenn wir demnächst alles aus Holz bauen, was nachhaltig nachwächst, könnten wir ungefähr weltweit 30% der CO2-Einsparungen binden. Und deshalb ist Holzbau ein ganz wichtiger Faktor in unseren Zukunftsüberlegungen. Und für eine Stadt wie Hachenburg möchte ich nur ein Zitat aus Freiburg wiedergeben. Die hatten nämlich schon vor 10 Jahren gesagt, wenn es nicht aus Holz gebaut werden kann, was wir kommunal bauen, dann muss begründet werden, warum. Nehme die Anregung gerne auf und gebe sie direkt an den Herrn Stadtbürgermeister weiter. Im Übrigen, glaube ich, hat die Stadt Hachenburg kürzlich auch in Sachen Klimaschutz aktiv gehandelt, was mit Bebauung und Versiegelung zu tun hat. Ihr habt die Steingärten verboten oder abgeraten, sagen wir mal so. Also das Thema kam ja eben, was wir im Rahmen der Bauleitplanung für Möglichkeiten haben. Ja, das Thema Steingärten war Gegenstand der Beratung in der letzten Stadtratssitzung. Wir wollen das nicht. Wir wollen auch als Stadt Hachenburg da mit gutem Beispiel vorangehen, weil wir haben ja auch öffentliche Flächen, die entsprechend begrünt sind oder halt anderweitig versiegelt sind, dass wir so wenig Flächen wie möglich versiegeln. Bei den bestehenden Bebauungsplänen, und das war, glaube ich, auch eben das Thema von Frau Aller oben, da ist es nicht ganz so einfach, dort halt die Regelungen dann durchzusetzen für die Zukunft, im Rahmen der Bauleitplanung halt auch Verhinderung Steingärten, aber auch das, was wir an anderen Möglichkeiten haben noch, Einbau von Zisternen, Dachbegrünung oder zentrale Nahwärmeversorgung, wo uns auch die Verbandsgemeinde Werke Vorreiter sind und auch den Gemeinden dann als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und da sind wir als Stadt Hachenburg auch offen für. Genau. Danke. Ja, ich darf mich auch mal ganz herzlich erst für die Vorträge bedanken. Also sehr informativ, und man müsste das im Prinzip viel mehr in die Öffentlichkeit und in die Breite bringen, um viel mehr Leute zu sensibilisieren. Das wäre so mein Ansinnen. Der Kreis hier sind sehr interessierte Menschen, aber ich glaube, das muss viel weiter in die Breite und in die Öffentlichkeit noch getragen werden. Eine spezielle Frage an die Frau Runkel, an den Dr. Mattes. Wir haben ja hier das Thema Klimawandel, ist Waldwandel. In welche Richtung oder wohin geht denn der Waldwandel? Was pflanzen wir denn oder was forsten wir denn auf? Wir brauchen ja jetzt Holz, um Gebäude zu erstellen, aber die ganzen Fichten, die schnell wachsen, können wir nicht mehr pflanzen, weil sie nicht überleben. Wohin geht denn der Waldwandel? Was erwarten wir denn in den nächsten 20, 50 Jahren? Welche Bäume sehen wir denn? Und können Sie dazu eine Auskunft geben?
Gut, ich habe ja angedeutet, es gibt unterschiedlich geeignete Baumarten. Vor ein paar Jahren, als wir noch nicht diese Extremjahre hatten, wie 2018, 2019 aufeinander folgend, wäre diese Frage sicher leichter zu beantworten gewesen. Da hätte ich gesagt, der Trend geht ganz klar Richtung Mischwald, Laubwald mit standortheimischen Baumarten in erster Linie. Dann werden die eine oder andere etablierte Fremdländische dabei sein, wie die Douglasie zum Beispiel, die Edelkastanie, die wir ja schon lange haben. Nun sieht man aber, dass auch diese Baumarten zum Teil auf Extremstandorten Probleme bekommen. Also ich denke, wir werden die Situation haben, zum einen eine natürliche Anpassung. Das setzt aber voraus, dass der Klimawandel nicht zu schnell vonstatten geht und dass auch das genetische Anpassungsvermögen sich entsprechend einstellt. Da gibt es einige Hinweise, dass das vielleicht ganz gut funktionieren kann. Da darf aber der Klimawandel nicht zu stark ausfallen. Ich würde sagen, wenn wir nicht wirklich diese extreme Situation in aufeinanderfolgenden Jahren jetzt gehäuft bekommen, dann geht es Richtung Laubwald, dann geht es Richtung Mischwald, schon mit einem großen Anteil standardheimischer Baumarten, auch Pionierbaumarten. Nadelbaumarten werden auch gebraucht, Stichwort Rohstoffversorgung, Wachstum, Klimaschutz, die Sägeindustrie, das erlebe ich in den Diskussionen immer wieder, die Holz- und Sägeindustrie braucht das Nadelholz und da wird immer wieder gefragt, was ist, wenn die Fichte jetzt ausfällt, dann muss es doch Ersatz geben. Nun, das ist nicht so einfach. Douglasie, ja, aber nicht auf allen Standorten. Sie hat auch in diesem Jahr gezeichnet. Die Tanne ist auch nicht für alle Standorte geeignet, für die wärmeren Lagen auch nicht. Aber sie wurzeltief, kann mit Wärme- und Trockenstress besser umgehen. Also wir werden da schon auch Probleme bekommen. Ich denke, wir werden den Wald nicht verlieren. Es wird in Rheinland-Pfalz auf der kompletten Fläche, oder sagen wir mal, wir werden vielleicht Standorte kriegen, die so extrem sein werden, dass es auf 1-2% der Fläche dann so extrem wird, dass Wald, wie wir ihn kennen, nicht mehr möglich ist. Dann geht es Richtung Gebüsch- oder Strauchvegetation. Das wird aber ein verschwindend geringer Teil der Fläche sein. Und auf der übrigen Fläche wird es Wald geben, aber er wird anders strukturiert und anders zusammengesetzt sein. Und wir müssen leider, das befürchte ich, Abstriche beim Wachstum machen, beim Ertrag. Also das, was ja eigentlich, was wir bräuchten, um Holzbau voranzutreiben, gutes Wachstum, Klimaschutz und auch dann Speicherung von CO2 in langlebigen Holzprodukten, das wird sicher eine große Herausforderung sein. Vielleicht noch konkret für hier, also für uns, also ergänzend dazu, wir werden dazu tatsächlich nochmal eine extra Veranstaltung machen. Wir werden auch Exkursionen anbieten, um das draußen zu thematisieren, was wir definitiv nicht machen werden. Also wir haben ein sehr gutes unter diesen wirklich unsicheren Rahmenbedingungen. Also man merkt es auch an der Art, wie er antwortet. Wir wissen ja nicht wirklich, wie es wird. Ja. Was wir definitiv nicht machen werden, wir werden es nicht empfehlen, ganz bestimmt nicht, irgendwelche Experimente mit irgendwelchen Wunderbaumarten, die vielleicht mal 20 Jahre gut gewachsen sind, zu machen. Herr Dr. Mattes hat es eben am phänologischen, an den phänologischen Zusammenhängen, an den Verschiebungen der Jahreszeiten schön gezeigt und viele von Ihnen kennen das. Also wir haben zum Beispiel eine riesengroße Streuobstwiese und ich esse total gerne Obst, aber ich kriege nie Obst, weil es ja immer so heiß ist im Sommer und im Frühjahr, immer wenn die Obstbäume blühen, die blühen nämlich jetzt früher, obwohl es alte Westerwälder Sorten sind, die Blüten erfrieren. So, und das zeigt einem, wenn man es bis dato nicht verstanden hat, dass es eben nicht so einfach ist, irgendwelche südeuropäischen oder sogar asiatischen Baumarten oder nordamerikanische Baumarten hierher zu holen, so nach dem Motto, es wird ja jetzt trockener und wärmer. Das ist alles hochkomplex mit wahnsinnig vielen Unsicherheiten behaftet. Was wir tun werden, ergänzend zu dem, was Herr Dr. Mattes sagte, dass wir mit versuchen werden, da wo möglich mit der Buche als Grundbestand weiterzuarbeiten. Wir werden versuchen, auch Nadelbäume einzupflegen und einzupflanzen, einzubringen oder teilweise sind sie schon da. Und wir werden sicherlich der Eiche viel größeren Raum geben, aber wir machen keine wilden Experimente. Und wir werden die Waldbesitzer auch dahingehend beraten, dass sie das bitte nicht tun. Also es gibt da so Experten, die sagen, ach ja, super, gibt es eine Versuchfläche, hat wunderbar gewachsen, ne? 20 Jahre, ja. Wir planen nicht für 20 Jahre. Wir müssen Wälder und Ökosysteme wieder in Schwung bringen oder denen helfen, dass sie das selber wieder können, die 100, 200 Jahre stabil wachsen sollen. Und deswegen ist es richtig, da sehr, sehr besonnen und sehr vorsichtig auch dran zu gehen. Was wir aber machen werden, dann höre ich auf, der Rest käme dann mal später.
Wir werden versuchen, soweit das möglich ist und alles, was wir tun können, sage ich jetzt zugunsten der Stärkung der Selbstheilungskräfte der Wälder, die in gewissem Umfang ja auch da sind. Da spielt die Genetik eine Rolle, da spielt das Bodenleben eine Rolle etc. pp. Das zu stärken, das spielt auch eine Rolle, dass wir, das sehen Sie, das sieht jetzt nicht schön aus, aber dass wir auch zum Beispiel abgestorbene Fichten, abgestorbenes Holz in den Wäldern liegen lassen. Das ist etwas, von dem wir uns schon erhoffen, dass es eher zuträglich ist für das Waldökosystem, als alles wegzuräumen. Das sind so Sachen. Das löst unser Problem nicht, aber es sind Beiträge und Maßnahmen, die wir ansteuern. Mein Name ist Rolf Jung und ich bin als Bürgermeister von Selters hier. Ich bin hauptsächlich gekommen wegen dem Wort in der Mitte, nämlich wegen Werte. Mein Gefühl sagt mir, dass der Wald nicht nur komplex und nicht nur aus Holz besteht, sondern dass er ein viel, viel mehr zu bieten hat. Und Sie haben es in der letzten Antwort angedeutet, was jetzt meine Frage ist, müsste nicht der Aspekt der Betriebswirtschaft in der Forstwirtschaft anderen Werten weichen, um ja die Diversität, die Stabilität, die Widerstandsfähigkeit des Waldes in dieser angespannten Situation für die nächsten 100 Jahre zu stärken. Danke. Gebe ich Ihnen recht. Sicher, es geht um Ökosystemdienstleistungen. Also um zum Beispiel Wasserschutz, um auch Erholungseignung, um Biodiversität, um die vielfältigen Schutzfunktionen, auch um den Rohstoff Holz und die nachhaltige Versorgung, auch Richtung Klimaschutz. Aber es ist ein Gesamtpaket. Wir sprechen eben von den Ökosystemdienstleistungen. Ökosystemleistungen erbringt jeder Wald. Aber hinter den Dienstleistungen stehen ja dann die spezifischen menschlichen Ansprüche. Und da geht es eben auch um den Wasser, um Trinkwasserversorgung, um Rohstoff Holz. Und diese Faktoren, die haben schon immer eine Rolle gespielt. Schon immer hat auch Landesforsten darauf gesetzt, Wälder multifunktional zu bewirtschaften und aufzubauen, also diese vielfältigen Waldfunktionen zu betrachten. Aber vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen diese Leistungen, die über das Betriebswirtschaftliche hinausgehen, sicher an Bedeutung. Es geht immer stärker um den Walderhalt, um den Erhalt des Ökosystems Wald mit den vielfältigen Funktionen, die er für uns Menschen auch bringt. Würde ich vielleicht gerne noch eine kleine Ergänzung zu loswerden und jetzt in meiner Eigenschaft als Ortsbürgermeisterin, damit Besitzerin von 43,1 Hektar Wald. Ich weiß, also wir haben mäßige Einnahmen aus dem Wald erzielt, deshalb waren wir auch nie sehr darauf angewiesen, dass der wirklich Gewinn abwirft. Deshalb sind wir jetzt in der Situation, wir haben auch relativ wenig Fichtenwälder, also wir sind noch in einer recht komfortablen Situation. Aber mein Appell wäre an diejenigen, die vielleicht als Abgeordnete hier sitzen, mit in die Politik zu tragen, dass die Kommunen unbedingt Unterstützung brauchen, genau vor diesem Hintergrund. Der Wald wird uns in Zukunft kein Geld mehr bringen. Ich rede jetzt für unsere Kommune, er wird uns Geld kosten. Das Geld nehmen wir auch unglaublich gerne in die Hand, um unseren Wald zu erhalten für diejenigen, die nach uns kommen. Die wollen nämlich auch noch was davon haben. Und zwar in jeder Hinsicht. Der Wald ist Rückzugsraum für Mensch und Tier, der trägt zur Biodiversität bei, der ist CO2-Speicher. Wir haben eben diese gesamte Palette gehört dessen, was der Wald kann. Und ich würde es für angemessen halten, wenn wir eine Unterstützung erfahren würden, dabei diese Anstrengungen zu unternehmen, um diesen Wald zu erhalten. Das ist jetzt ein rein kommunaler Standpunkt aus Sicht einer Ortsgemeinde, aber wir müssen uns da sehr anstrengen und das werden wir allein nicht können. Mein Appell an die, die als Abgeordnete hier sitzen. Ja, mein Name ist Andreas Noll, ich komme aus der Gemeinde Hastadt. Ich möchte gerne noch was zu dem Thema Wasser sagen. Ich habe eben überlegt, sollst du was sagen? Und ich will auch die Diskussion nicht so anheizen, nur ich habe noch ein ganz großes Problem. Die Gemeinde Astadt-Müschenbach hatte dieses Jahr Wasserproblem. Die Gemeinde Astadt-Müschenbach hat das Problem letztes Jahr 19 auch schon
gehabt, laut Medien. Da muss ich der in die Richtung sagen, warum hat man da nicht früher was unternommen? Dann das Thema Kommunikation, Facebook. Ja, soll ich nachlesen im Facebook, dass Wasser gespart werden muss? Meiner Meinung nach muss so das in die Presse. Westerwaldpost, Westerwälder Zeitung, Inform. Ich muss sagen, Facebook bin ich auch ein bisschen hinterher. Ich lese nicht in Facebook nach, dass ich Wasser sparen soll. Meiner Meinung nach müsste auch, wie eben schon mal angedeutet werden, wurde härter angegangen werden. Es hätte, ich hab meine Frau gefragt, hast du irgendwo was gelesen, dass Wasser gespart werden soll? Nee, waren wir vielleicht in Urlaub? Ich habe die Nachbarn gefragt, habt ihr immer was gelesen? Sag ich, nee. Und das stört mich ein bisschen. Mir ist das Thema Wasser ist mir wichtiger. Was nützt mir, wenn wir kein Wasser mehr haben? Dann brauchen wir keinen Klimaschutz mehr. Und das Thema Wasser ist jetzt nicht nur in der VG, an anderen betrifft das ja genauso. Dann lese ich in der Westerwälder Zeitung, die VG Monderbauer möchte auch an den in Stollen da in Langenbach auch versuchen, sich Wasser zu holen. Ja, da wollen wir ja auch schon hin. Nur, es muss mal ein bisschen auch kommuniziert werden, was geht in die Richtung? Läuft da was? Wird da irgendwo an die Ahrtalsperre irgendwo was? Man liest zu wenig. Die Leute wollen mehr wissen. Das zum Thema Wasser. Von der Skala her sind wir da bei 3 und nicht bei 9 oder 10. Also Herr Noll, vielen Dank erstmal für die Anregungen. Also Sie sind ja gut im Thema als Verbandsgemeinderatsmitglied, glaube ich. Aber mehrere Anmerkungen von meiner Seite. Warum tut man nicht früher was? Ja, die Frage ist immer legitim. Man tut dann was, wenn es notwendig wird. Und wenn man das Problem einfach erstmalig im Jahr 2019 hat und wir das zweite Dürrejahr damals hatten, dann weiß man zunächst nicht, ob das nächste Jahr möglicherweise dann doch wieder ein gutes Jahr wird, wir mehr Wasserneuproduktion haben. Natürlich, also dieses eine Jahr abwarten, das muss erlaubt sein, denn wir geben ja auch nicht leichtfertig dann mal, wie viel waren es, 600.000 Euro oder wie viel für die Verbundleitung Hachenburg-Mischenbach? 250. Ach, 250 nur, aber es ist auch genug Geld. Und das gibt man einfach nicht leichtfertig aus. Diese Gedanken machen wir uns selbstverständlich zum richtigen Zeitpunkt und nicht zu früh, aber auch Gott sei Dank nicht zu spät. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Warum lese ich das in Facebook? Ich habe kein Facebook. Ja, weil Facebook in dem Moment das einzige Medium war, was wir hatten. Wir hatten unsere Homepage, die im Zweifelsfall samstags niemand mehr anguckt. Und ansonsten als einziges, ich sag mal, bewegliches Medium, was an einem Samstagabend oder Sonntagmorgen zu erreichen ist, hatten wir diesen Facebook-Auftritt. Und der ist extrem oft auch geteilt worden, so dass wir da eine breite Streuung hatten. Und das war die Möglichkeit, die wir hatten, um die Bevölkerung zu erreichen. Die haben wir genutzt. Andere Möglichkeiten hatten wir nicht. Das war einfach geschuldet im Wochentag. Wir hatten es auch danach in der Westerwälder Zeitung, aber dann war ja das Problem auch nicht mehr da. Fragestellung Nummer 3. Muss ich gerade einen Moment nachdenken, welche war das? Warum nicht früher? Bitte? Haben wir schon. Ich weiß nicht mehr. Sagen Sie mir gerade noch mal die dritte Fragestellung. Ach, beim Wasserverbrauch härter durchgreifen. Okay, gut, das nehmen wir gerne mit als Anregung. Danke. Hat jetzt noch jemand Fragen, Herr Hatzfeld? Entschuldigung, dass ich schon wieder das Mikro nehme, aber ich muss als Erwerbswaldwirtschaftler muss ich dem Herrn widersprechen. Es gibt keinen Erwerbszweig in Deutschland, der ökonomisch und sozial und ökologisch die drei Themen so gut unter einen Hut kriegt wie der Wald. Das schaffen sie nicht in der Landwirtschaft, das schaffen sie nicht in der Industrie. Der Wald ist der größte CO2-Speicher, der größte Einzelspeicher für CO2, nämlich 14% der Emissionen in Deutschland, die durch Waldwirtschaft und die Waldprodukte gespeichert werden. Und glauben Sie nicht, dass Sie einen Wald verlassen können, abschließen und der wächst für sich selber und erzeugt diese ganzen Leistungen. Und Sie haben dafür gesprochen, wenn
das Holzprodukt nicht mehr als sozusagen Einkommensart zählt, dann müssen wir uns klar sein, dass die anderen Leistungen einen Preis kriegen. Und wenn die Gesellschaft dafür bereit ist, dann gerne. Also ich will jetzt keine Zwei-Mann-Diskussion aufmachen, aber 1973 kam die Geier, brachte das Geier Untersuchung heraus von anerkannten Wissenschaftlern. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt, dass die ganze Erde als ein Lebewesen gesehen wurde. Und wir sehen doch heute ganz eindeutig, dass Monokulturen, egal, Landwirtschaft, aber wir reden hier vom Wald, das sind die Anfälligen. So. Und es wurde seinerzeit aufgezeigt, soweit ich das als Laie registriert habe, dass eben die Wirtschaft, also in den Brotbaum, davon reden wir ja jetzt hauptsächlich, zu sehr fixiert wurde und dass eben, das ist mein Ansatz, der betriebswirtschaftliche Aspekt eine zu hohe Dominanz hatte. Ich verübel keinem Unternehmer, da seine Entscheidung zu treffen. Wir reden jetzt hier von kommunalen Wäldern und wir reden von der Zukunft und ich denke, da muss man einfach ganz, ganz klug und auch ehrlich mit umgehen und man muss überlegen, welche, und deswegen komme ich auf Werte, welche Dinge haben welchen Wert. Denn die Gemeinden, die von dem Brotbaum gelebt haben, die 70-80% Bestand hatten, die sind jetzt platt. Die sind platt. So, wir als Kommune haben noch einigermaßen Glück mit 25%. Aber da gibt es eben, und da hat sich doch bewahrheitet, was damals, wir reden von 1973-74, von Wissenschaftlern behauptet wurde. Man ist einfach mit den Dingen meiner Auffassung nach nicht ehrlich und konsequent umgegangen. Privatleute können ihre unternehmerischen Entscheidungen treffen, aber die Kommunen, die haben Verantwortung für die Kommune, für die Menschen. Die müssen ganz, ganz klug und zwar an dem Wissen, was vorhanden ist, orientiert vorgehen. Und deswegen vielen Dank, Frau Runkel, dass Sie das initiiert haben. Und ich verspreche mir auch, dass es in diese Richtung oder mit in diese Richtung weitergeht. Denn für Kommunen darf das eigentlich nur in diese Richtung weitergehen. Jetzt muss ich mal Sie beide zusammenbringen. Was Sie nicht wissen können, Herr Jung, vielen Dank, weil Sie kennen wahrscheinlich den Hatzfeldschen Betrieb nicht. So, das kann man aber vielleicht mal ändern. Ne? Die machen viele Exkursionen. Der Hatzfeldsche Betrieb, also es war Graf Hatzfeld, der sich als großer Privatwaldbesitzer hier geäußert hat, ist seit Jahrzehnten am High-End der ökologischen Waldwirtschaft unterwegs. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das kann ja keiner wissen. Also und wenn Sie diese Wälder sehen, Herr Jung, wären Sie begeistert. Also das Blöde ist natürlich jetzt nur, dass Sie natürlich ähnliche Waldschäden haben. Aber das ist eine ökologische Waldwirtschaft, die dort betrieben wird, die all diese Aspekte untereinander vereint. Also insofern, Sie haben beide recht. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Sind wir alle einig, ne? Ja. Das war nie eine gute Idee. Ich sehe nichts. Also eben wurde ja der Tourismus erwähnt. Die ganzen Wanderwege sind ja im Moment durch Fichten halt auch gefährdet. Können da nicht irgend aus welchen Tourismustöpfen die Fichten, die näher wie 20 Meter an den Waldwegen stehen, entfernt werden? Wir haben da schon alles versucht, aber es funktioniert leider nicht. Da ist die Zuständigkeit sehr klar beim Waldbesitzer, bei der Verkehrssicherung. Leider. Ja, genau. Sie tragen das Päckchen auch. Vielleicht ist das doch genau die Aufgabe der Politik, diese entsprechenden Zuständigkeiten mal aufzulösen und zu ändern. Ja, das ist doch das Thema. Der eine fühlt sich nicht zuständig, der andere hat diesen Topf, dann gibt es dafür aber kein Geld, weil das ist doch originäre Aufgabe der Politik, diese Zuständigkeiten mal aufzubrechen. Ja, wenn das Thema nur eine Facette hat, dann ist das sehr einfach, das so zu denken zunächst mal. Es ist aber oft so, dass diese Zuständigkeiten auch begründet sind durch bestimmte Sachzusammenhänge. Wir haben dieses Thema, wie gesagt, von verschiedensten Seiten durchleuchtet. Es ist natürlich auch schwierig, also wir reden jetzt von der Verschiebung von Mitteln, vom Tourismus sozusagen zu den Waldbesitzern hin. Es ist
schwierig, in Eigentumsrechte einzugreifen. Es hat immer alles zwei Gesichter. Ich nehme es aber auch, das nehme ich gerne mit und werde es gerne überlegen, ob wir da irgendwas machen können oder nicht. Es ist andererseits auch so, dass genau diese Tätigkeit, dieser Verkehrsgefährdung sozusagen an den Wander- und Radwegen extrem teuer ist. Also das hat schon mit der normalen Wegepflege, die wir im Tourismus sozusagen als Paket eingeplant haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Also wir planen normalerweise pro Kilometer 100 Euro für die Wegepflege ein. Ich habe das zufälligerweise heute noch auf dem Tisch gehabt. Damit können Sie, glaube ich, drei Fichten fällen. Also da sind wir schon in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Das hängt nicht nur mit Zuständigkeit zusammen, sicher auch, aber auch einfach mit Mitteln, die da sein müssen. Und wenn nirgendwo was ist, dann nützt es auch nichts, den einen Topf zu leeren, in dem sowieso schon nichts drin ist, um dem anderen, wo es auch fehlt, was zuzuschustern. Ich nehme es aber gerne mit, Erich, vielen Dank für die Anregung. Nur Lösungen versprechen kann ich, glaube ich, an der Stelle realistisch im Moment nicht. Aber die Aufgabe, da haben Sie vollkommen recht, ist immer wieder Strukturen zu überdenken und zu hinterfragen. Das tun wir auch. Es ist halt, wenn ich das gerade ergänzen darf an der Stelle, ein grundsätzliches, aus meiner Sicht ziemlich widersinniges Grundproblem, dass die einzige Möglichkeit, aus dem Waldbesitz Geld zu generieren, der Holzverkauf ist. Und die ganzen Kosten bleiben bei den Waldbesitzern hängen. Verkehrssicherung ist ein unleidliches Thema. Wir sind ja alle froh, dass wir uns in den Wäldern erholen können und genießen das auch sehr. Das ist wunderbar. Wir sind auch froh, dass Wasserspende etc. vorhanden ist und vieles, vieles, vieles mehr. Aber das sind alles Produkte, in Anführungsstrichen, betriebswirtschaftlich gesprochen, die nicht marktfähig sind. In Zeiten, wo der Holzverkauf relativ gut geht, nimmt man das dann natürlich auch irgendwie in Kauf. Wir sind ja auch alle so groß geworden, das war immer so bei uns. Ist übrigens nicht global in allen Wäldern so. Es gibt andere Länder, wo das ganz anders ist. Und auch Sie, Graf Hatzfeld, weil Sie da so schön sitzen, nehme ich Sie jetzt einfach mal, haben das in Kauf genommen natürlich. Wenn aber die Wälder dieses einzige Produkt, was vermarktungsfähig ist, nicht mehr abwerfen, sie aber auf den Kosten sitzen bleiben und auch noch Personal haben und Verkehrssicherung dazukommt und vieles, vieles andere mehr, dann gerät da etwas ins Kippen, was auch sehr gefährlich sein kann. Das ist eine Befürchtung von mir, das fände ich also ganz extrem schlimm, wenn sich Waldbesitzer von ihrem Waldbesitz verabschieden, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr tragen. Denn die gesellschaftlichen Leistungen werden nicht entgolten. Ja? Also Sie können nur Holz verkaufen. Das ist das Einzige, womit Sie Einnahmen generieren können, um Ihre Fixkosten zu decken. Und das ist ganz profan, aber es ist ziemlich drastisch. Und in diesen Zeiten wird es besonders drastisch. Und das setzt auch eine Entwicklung in Gang, eine Werteentwicklung. Deshalb brauchen wir, und die Initiative ist ja von unserer Ministerin auch in die ganze Bundesrepublik ausgegangen, brauchen wir eine Entgeltung, eine flächenbezogene Entgeltung für diese Leistung. Alleine die CO2-Speicherung ist eine solche Leistung, ja. Die werden an der Börse gehandelt für 25 Euro pro Tonne im Moment, glaube ich. Und wenn man das dann umrechnet auf einen Hektar im Schnitt, was der Hektar Wald im Schnitt an CO2 speichert, dann ist man irgendwie bei 200 noch was Euro, ja, pro Jahr und Hektar. Und dann wäre das wenigstens, das wäre ein Paradigmenwechsel. Und man kann nur hoffen, dass diese Initiative unserer Ministerin tatsächlich Erfolg hat, ja, weil dann wären wir wirklich einen riesen, riesen Schritt weiter. Ich hätte es jetzt nicht gewusst, aber Gott sei Dank weiß die Frau Wieland Bescheid. Nein. Jetzt, wo viele jetzt hier Urlaub machen und wenn wir die Problematik mit den Bäumen oder mit dem Wald haben, bezahlen die. Wird bezahlt, fragt doch keiner nach. Das ist eine Überlegung wert. Ist notiert.
Also ich sehe ja nicht alles. Gibt es noch Wortmeldungen und Fragen? Herr Holz, Sie können besser gucken. Ja, ich habe auch noch eine Wortmeldung an die Frau Kreis. In den einzelnen Ortsgemeinden sprießt überall noch das eine oder andere Baugebiet aus dem Boden. Und da ist immer noch der Standard, da ist weder eine Solaranlage auf dem Dach vorgeschrieben oder in den wenigsten Fällen. Da hat jeder noch seine Einzelheizung im Keller, egal ob jetzt Gas oder sonst irgendwas. Wir haben die Möglichkeit der dezentralen Energiegewinnung über Kraft-Wärme-Kopplung, die aber natürlich in einem Einfamilienhaus relativ sinnlos ist. Wird sich da in der Richtung, in Richtung dezentraler Klimaerzeugung, mehr Klimaerzeugung, weniger CO2-Produktion irgendwas bewegen? Verantwortlich in dem Zusammenhang, sind wir wieder beim Thema Verantwortung, sind die Ortsgemeinden, die sind die entsprechenden Entscheidungsträger, die ihre Baugebiete planen. Und auf Ebene der Ortsgemeinden ist es natürlich auch möglich, entsprechende, wir hatten jetzt in der Ortsgemeinde ein kaltes Nahwärmenetz in der Diskussion für ein Baugebiet und so weiter mit einzuplanen. Wir hatten ja heute Abend relativ oft dieses Thema Zwang und dieses Thema, warum habt ihr so eine Angst, das auch mal kräftig durchzusetzen, was ihr wollt? Bei dieser, also jetzt muss ich dazu sagen, unsere Position ist die, die Verbandsgemeinde Werke in Person des Herrn Dörner beraten Ortsgemeinden, die so etwas planen. Also wir sind umfassend für Ortsgemeinden tätig und fahren hin, gucken an, machen Analysen, ob Möglichkeiten bestehen, ja oder nein. In diesem Fall war es halt eben so, es hätte grundsätzlich die Möglichkeit der dezentralen Wärmeversorgung für ein großes Neubaugebiet mit 38 Bauplätzen gegeben über eine Lösung mit kalter Nahwärme. Wir waren in der Informationsveranstaltung dort und es gab ganz, ganz große Ressentiments auf Seiten der beteiligten Bürger, die natürlich auch eine gewisse Rolle spielen, aber vor allen Dingen auch des Gemeinderats, die gesagt haben, ja, aber wenn ich da ein dezentrales Wärmeversorgungswerk baue sozusagen, dann muss ich ja die Bürgerinnen und Bürger verpflichten über Anschluss- und Benutzungszwang, genau, das dann auch zu verwenden. Denn ich kann ja nichts bauen und hinterher nehmen es nur 3 Leute in Anspruch und ich habe es falsch geplant. Das ist in diesem Fall tatsächlich der Hemmschuh. Also diese, ich sag mal, wir schützen sehr stark die individuellen Rechte in dieser Gesellschaft. Ich halte das auch in vielen Fällen für absolut legitim und berechtigt. Ich bin aber sehr bei Ihnen in diesem Fall, weil ich einfach denke, es muss an einem bestimmten Punkt auch wirklich hinterfragt werden, was können wir uns in Zukunft noch leisten. Und dann muss ich einfach als Ortsgemeinde in den sauren Apfel beißen und muss sagen, ich habe dann zwar 38 Bauplätze, die verbauen sich aber nicht in 3 Jahren, sondern ich brauche vielleicht 10 Jahre, um die zu verkaufen, aber dafür habe ich eine ökologisch sinnvolle Heizlösung in diesem Baugebiet. Jetzt kann ich aber wiederum nur das wieder auf Ebene meiner Ortsgemeinde holen. Da kann ich sagen, wir werden das auch so tun. Aber Die Ressentiments in der Gesellschaft, die sehr stark auf Individualisierung und auf Einzelfall und persönliche Lösungen setzt, in vielen anderen Zusammenhängen auch, da ist die Neigung, auch nur im Entferntesten sowas wie Zwang auszuüben oder etwas vorzugeben, sehr, sehr gering ausgeprägt. Also das mal als Beispiel, woran sowas dann auch tatsächlich scheitern kann. Ansonsten grundsätzlich, wir stehen als Berater zur Seite, Planungshoheit haben die Ortsgemeinden. Aber wir versuchen natürlich, das Thema zu forcieren, wo wir können. Dafür haben wir den Herrn Lüttgemeier und der macht das auch sehr eifrig. Dr. Mattes, global denken, lokal handeln. Von dem, was Sie vorgetragen haben, was sind die 3 größten Wünsche, die Sie an uns haben? Spannende, herausfordernde Frage. Ich denke, sich auf lokaler Ebene bewusst werden. Wie bin ich betroffen in verschiedenen Bereichen? Dann natürlich die Frage, was kann ich tun? Was kann ich als Einzelner tun? Was kann ich in der Gemeinschaft tun? Wie kann man das auf kommunaler Ebene organisieren? Ja. Das ist ja schon vieles jetzt angesprochen worden, Dialog, Austausch. Und dann, denke ich, ganz wichtig, auch versuchen,
Standards, Rahmenbedingungen zu ändern oder das zumindest als Einzelbürger auch anzustoßen, ja, etwas zu bewegen auf der politischen Ebene, damit das wirklich die Politik erreicht und damit dann auch von verschiedenen Seiten da Empfehlungen kommen, Anregungen, solche Rahmenbedingungen und Standards dann in die gewünschte Richtung zu lenken. Kommunikation, aber konkret, was sind die großen Themen, die jetzt nicht nur auf den Wald bezogen, sondern allgemein an. Also ich denke, Klimaschutz, wir müssen den Klimaschutz vorantreiben auf der lokalen Ebene. Und wir brauchen eine globale Bewegung, die muss aber von der lokalen Ebene ausgehen. Und deswegen, es gibt schon viele positive Ansätze, aber wir haben es ja jetzt eben in der Diskussion auch gehört, es wäre teilweise noch sehr viel mehr möglich. Und gerade das letzte Beispiel, was auch Herr Zimmer jetzt angesprochen hat, man muss die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Wenn es solche Fälle gibt, dann läuft vielleicht da was noch nicht so rund. Überzeugen, Bewusstsein wecken, das ist, denke ich, ganz wichtig. Dann müssen die Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden. Ja, es braucht die politischen Beschlüsse. Dafür braucht es auch auf vielen Ebenen Fördermittel. Ja, Sie haben das auch angesprochen, als betriebswirtschaftlich denkender Betrieb brauchen Sie dann auch für bestimmte Leistungen, die Sie für die Gesellschaft bringen, ein Entgelt, eine Honorierung, ja, dieser Ökosystemleistungen. Und da muss die Politik auch die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Ich wollte nur kurz die Möglichkeit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass in Hessen gerade ein 200 Jahre alter Eichen- und Buchenwald für eine ziemlich sinnlose Autobahn weggeholzt werden soll. Die Räumung steht kurz bevor. Ich dachte nur, vielleicht könnten wir alle irgendwie versuchen, für unseren kleinen Teil dazu beizutragen, dass das vielleicht nicht stattfindet. Danke. Dannenröder Forst. Sind noch Fragen? Also ich sehe wirklich nur einen Teil von Ihnen. Herr Holl, was sagen Sie? Sind alle glücklich, sagt Herr Holl. Er muss es wissen. Nein, noch nicht. Herr Holl ist noch einer nicht unglücklich. Hat eigentlich der Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft eine Auswirkung auf die Waldbewirtschaftung? Ich weiß es auch nicht. Das müsste ich jetzt an die Kollegen weitergeben, die zum Beispiel bei uns an der Forschungsanstalt sich mit Waldökosystemen beschäftigen und mit den Stoffeinträgen und den Wirkungen auf die Systeme. Aber da war meines Wissens Glyphosat bisher kein Thema. Ja. Klar, man muss es erfassen, man muss es natürlich auch dann in den Analysen danach schauen. Gibt es Glyphosat und hat es einen Einfluss? Aber war meines Wissens bisher kein Thema.